Da bin ich wieder. Heute machen wir eher ein rechtes Essen und zwar aus übrig gebliebenen Kartoffeln. Es ist egal, ob das festkochende oder mehlig kochende Kartoffeln sind. Dazu brauchen wir eventuell 2 oder 3 Eier, etwas Käse. Ich habe hier Parmesan-Käse gerieben. Das ist hier eine Kräutermischung, das sind 8 verschiedene Kräuter, kann man mittlerweile gefroren kaufen, ist am einfachsten. Eventuell etwas Mehl, Paniermehl. Wichtig ist Muskatnuss, Salz, Pfeffer. Und jetzt machen wir mal den Teig an. Zeige ich euch Schritt für Schritt, wie das funktioniert. Und los geht's. Um die Kartoffeln klein zu machen, nehmen wir unsere Wunderwaffe, die schwäbische Spätzlepresse. Und die funktioniert ganz einfach, ist ideal für den Zweck. Kartoffel rein, zuklappen und zudrücken. Und dann kommt es gleich so richtig schön fein raus. Die nächste rein. Und durchpressen. Wenn ihr diese Wunderwaffe nicht habt, die schwäbische Spätzlepresse, dann könnt ihr sie auch reiben, aber ihr müsst sie wirklich schön fein reiben. Jetzt fange ich mal an mit den Eiern. Das dritte Ei hebe ich mir auf, weil die Konsistenz nicht passt. Tun wir schon mal Salz und Pfeffer rein. Tun wir die Kräutermischung rein. Muskat. Wie schon gesagt, ich finde, das ist sehr wichtig. Ihr wisst schon, nicht zu viel, sonst wird es zu dominant. Und dann tun wir das mit den Eiern verquirlen. Dann vermischt sich das wunderbar. Käse dazu. Ihr könnt auch einen ganz anderen Käse nehmen. Ihr müsst ja nicht unbedingt Parmesan-Käse nehmen, aber ich finde, der hat einen wirklich tollen Geschmack. Und wir rühren weiter. So, und jetzt können wir das alles zu einem Teig verarbeiten. Da muss natürlich jetzt noch Paniermehl rein. Konsistenz ist noch nicht gut. Gut verrühren. Schon fast gut. Da muss noch ein bisschen mehr rein von dem Paniermehl. Gut verrühren, wie schon gesagt. Und dann lassen wir den Teig so eine Viertelstunde stehen, dass das Aroma schön durchziehen kann. Die Konsistenz gefällt mir gut. Das muss schon fest sein. Das lassen wir jetzt eine Weile stehen. Und dann machen wir unsere Küchle draus. Jetzt formen wir mal die Küchle. Die Größe, die könnt ihr selber bestimmen. Gucken, dass keine Luft dazwischen ist. Wunderbar. Also wenn der Teig zu arg an den Händen klebt, dann muss noch was rein. So, ein bisschen Paniermehl. So, und so formen wir die. Wir stellen die Herdplatte auf mittlere Hitze, etwas Olivenöl, dann legen wir sie schon mal rein. Ich denke so 4-5 Minuten von jeder Seite,
dann dürften die okay sein. Jetzt sind sie ungefähr 2-3 Minuten drin. Jetzt drehe ich sie schon mal um. Am Anfang muss man ein bisschen aufpassen, weil die sind doch ein bisschen weich. Natürlich kann man das auch anstatt mit Paniermehl panieren, das Panieren ganz sein lassen. Oder man kann auch Nüsse nehmen. So schön klein gemachte Nüsse. So sehen unsere Küchler aus. Ein schöner grüner Salat passt ideal dazu. Ich wünsche euch viel Erfolg beim Nachmachen und natürlich guten Appetit und bis zum nächsten Mal.